Die süddeutschen Wochen unseres FC Hansa Rostock in der dritten Liga sind sehr erfolgreich angelaufen. Nach dem Auswärtssieg gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach konnte das Team von Cheftrainer Christian Brandt am vergangenen Wochenende einen Dreier gegen den VfB Stuttgart 2 feiern. Mann des Spiels war eindeutig Stefan Andrist, der mit einem sehenswerten Doppelpack den 5. Hansa-Heimsieg des Jahres fast im Alleingang klarmachte und so ein erfolgreiches Wochenende für den gesamten Verein einleiten sollte. Am Sonntag nach dem Heimsieg gegen Stuttgart 2 hat der FC Hansa Rostock auf seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung im Ostseestadion die Ausgliederung seiner Lizenzspielerabteilung beschlossen. Für die Umsetzung der entsprechenden Pläne stimmten am vergangenen Sonntag rund 95% der 909 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Ein großer Dank gilt speziell den engagierten Mitgliedern der Arbeitsgruppe Ausgliederung, die den Prozess maßgeblich beeinflusst und mitgestaltet haben. In der Tat, in der Ausgliederungsgruppe haben sich rund 20 Personen aktiv eingebracht und haben diesen Mitgliederverein auch mit Leben gefüllt. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für das Engagement der Mitglieder in der Ausgliederungsgruppe, aber auch in den Mitgliederforen und im Online-Bereich haben wir viel Hilfe erfahren. Und auch diese Mitglieder haben dazu beigetragen, dass das Ergebnis heute so überwältigend war. Die Ausgliederung der Profiabteilung des Vereins in eine Spielbetriebsgesellschaft mit der Firma FC Hansa Rostock GmbH und KKG AA soll zu Beginn der neuen Spielzeit 2016-2017 abgeschlossen sein. Alle weiteren Informationen zu den Beschlüssen der außerordentlichen Mitgliederversammlung der KOGGE findet ihr auf www.fc-hansa.de. Zurück zum Sport. Für den Klassenerhalt in der dritten Liga reichten die drei Zähler gegen die U23 der Stuttgarter zwar noch nicht, doch dafür geht unsere Mannschaft mit einem 6-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz und einer gesunden Portion Selbstvertrauen in das kommende Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers. Schließlich ist die KOGGE seit 5 Begegnungen ungeschlagen. War sehr wichtig. Wenn man die Tabelle jetzt betrachtet, haben wir erstmal 6 Punkte Luft nach unten. Und ja, also man will sich so nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir es nicht erfolgreich bestritten hätten. Und deswegen haben wir unsere Heimbilanz einfach aufrecht erhalten. Es sind jetzt 5 Spieltage ohne Niederlage, haben 3 davon gewonnen, 2 unentschieden. Also wollen wir natürlich beibehalten die Serie und in Würzburg auch was holen. Damit Ronny Gabuschewski und Co. etwas Zählbares mit nach Rostock bringen können, muss die Brandelf einen Sahnetag erwischen. Denn die Würzburger sind nicht nur genauso formstark wie Hansa, sondern sie stellen neben Erzgebirge Aue auch das beste Rückrundenteam der dritten Liga. Dank einer herausragenden Defensive und einer großen Effektivität hat die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach sogar Relegationsplatz 3 erobert und könnte damit als Regionalliga-Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die zweite Bundesliga schaffen. Auf dem Weg dahin müssen die Bayern aber zunächst noch gegen unsere KOGGE punkten. Und die präsentierte sich zuletzt gerade auch gegen Mannschaften aus der Tabellenspitze in einer guten Verfassung. Aktuell sah es ja die letzten Wochen ganz gut aus. In Dresden, in Asbach haben wir immer was geholt. Und ja, jetzt gilt es einfach wieder, sich nochmal zu steigern. Einfach die kleinen Fehler, auch ein bisschen taktisch und einfach weniger Fehler zu machen im Spiel, das abzustellen. Und dann denke ich, dann sind wir ganz gut aufgestellt für Würzburg. In der aktuellen Trainingswoche stellte sich Hansa sogar noch etwas breiter auf als sonst. Mit Matthias Köbing spielte ein Probetrainierer vor, der speziell von FCH-Torwarttrainer Stefan Caro unter die Lupe genommen wurde. Der 18-jährige Keeper steht aktuell bei der U19 der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag und möchte sich für ein Engagement bei der KOGGE empfehlen. Johann Berger ist bereits ein Hansa-Spieler, allerdings läuft der 16-Jährige noch für die B-Junioren des FC Hansa auf, darf nun aber regelmäßig Profiluft schnuppern. Eine bittere Verletztenmeldung trübt die Vorbereitung auf das dritte Nord-Süd-Duell des FC Hansa in Folge dennoch. Tobias Jenicke fällt aufgrund eines Bänderrisses im linken Sprunggelenk in den kommenden Wochen aus und fehlt somit im Saisonendspurt. Wir wünschen unserem Kapitän eine schnelle Genesung.